Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um ein Reaktionsvideo. Ich reagiere auf Mr. Wissen to Go. Ich habe schon mal einen Film von ihm besprochen. Damals ging es ums Dorf. Da war ich nicht ganz so einverstanden mit vielen Dingen. Jetzt hat er ein neues Format. Es geht um Kochen im Mittelalter. Historische Rezepte. Dazu hat er sich einen Gast geholt. Max, beziehungsweise Max Pfanne, der hat einen eigenen YouTube-Kanal mit über 1 Million Abonnenten. Richtig groß. Und die beiden wollen Rezepte nachkochen. Ich habe bis auf einen ganz kurzen Moment noch nicht reingeschaut, aber aus der Videobeschreibung geht schon hervor, dass sie historische Rezepte genommen haben. Und da bin ich sehr gespannt. Ich mache jetzt gar keine großen Worte mehr. Noch ein kurzer Hinweis auf den Sponsor dieses Videos. Das Video wird gesponsert von Holy. Und ich werde manchmal gefragt, warum ich ausgerechnet für Holy Werbung mache. Passt gar nicht so zu meinem sonstigen Kanal. Aber ich kann durchaus sagen, ich habe die Sachen ausprobiert und sie schmecken mir. Also ich benutze die mittlerweile. Ich bin kein Kaffeetrinker, ich bin kein großer Teetrinker, Energy-Trinks. Mag ich persönlich auch nicht. Und da mir eben die Getränke von Holy sehr gut schmecken, war das quasi die Lösung für mein Problem. Ich trinke das jetzt tatsächlich relativ häufig. Auch meine Frau trinkt das immer mehr, nimmt sich zur Schule mit. Und meine Lieblingssorte ist zum Beispiel Mango. Schmeckt sehr lecker, aber auch die Weihnachtssorten finde ich sehr cool. Bratapfel beispielsweise, lecker, trinke ich häufiger. Ihr könnt auch mal in den Shop gucken, die Weihnachtssorten gibt es noch. Oder was ich euch sehr ans Herz legen kann, bestellt euch mal einen von diesen Probierpacks und probiert die durch. Das haben wir hier auch gemacht. War aufschlussreich und gut. In der Videobeschreibung findet ihr noch einen Gutscheincode, mit dem kriegt ihr einen Rabatt bei Holy. Also guckt euch mal um. Ich kann das tatsächlich sehr empfehlen und daher werbe ich auch sehr gerne dafür. So, fangen wir an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video an einem besonderen Ort. Wir stehen in einer Küche, aber nicht in irgendeiner Küche, sondern in der Küche von Max. Ja, hallo, danke, dass ihr da seid. Ich finde es schön, dass du das einen besonderen Ort nennst. Ich liebe diesen Ort nämlich auch sehr, denn hier wird viel Gutes gekocht. Und heute kochen wir etwas Besonderes, vielleicht auch besonders Gutes, denn was haben wir vor mir? Komm. Kochen durch Epochen, das ist der Arbeitstitel, der hier über allem steht. Wir werden mittelalterliche Gerichte kochen, aber die Frage ist, wer kann es besser? Ihr werdet es gleich erfahren. Ich bin ein großer Fan von Geschichte, ich bin aber auch ein großer Fan von Essen. Und wenn man das miteinander kombiniert, finde ich, kommt was Wunderbares bei raus. Denn wenn man Geschichte schmeckt, da kann man noch viel mehr in die Zeit eintauchen. Deshalb haben wir uns gedacht, schauen wir mal, ob wir es hinbekommen, etwas aus der Vergangenheit zu kochen. In diesem Fall aus dem Mittelalter. Hast du schon mal irgendwas aus der Vergangenheit gekocht? Ich habe mal ein Kochbuch bekocht, das etwas über 100 Jahre alt war. Das war schon außergewöhnlich. Das waren auch aus heutiger Perspektive ein bisschen absurde Speisen. Also ich habe zum Beispiel Bierfleisch gekocht. Der Name ist das Rezept, Fleisch mit Bier. Und also Fleisch in Bier schmoren ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, Geschichte schmecken. Ich habe ja selbst schon Koch- und Backvideos gemacht, aber auch da muss man natürlich einschränken. Kann man das schmecken? Geht das eigentlich? Ist das dann der Originalgeschmack? Ich habe ja gerade eine Zimttorte gemacht und die ist sehr, sehr lecker. Die mag ich auch sehr gerne. Aber wenn die nicht aus dem Holzofen ist, sondern aus dem modernen, das ist ein anderer Geschmack. Also von daher, ja, natürlich, wir haben die Quellen, wir können die Quellen nachbearbeiten, aber es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie schwierig Quellenarbeit ist. Eine Quelle quasi versetzt in ein anderes Umfeld kann schon eine andere Aussage machen. Auch Kochrezepte sind Quellen, da muss man eben auch quellenkritisch rangehen. Werfe ich jetzt nicht diesem Video vor, egal was da gleich passiert, ist auch etwas, was man meinen Videos vorwerfen kann. Aber dieser Anspruch, ich kann den Geschmack des Mittelalters wiedererwecken, der geht tatsächlich nur begrenzt. Wir können eine Ahnung davon bekommen, aber mehr eigentlich nicht. Ein bisschen Brot noch dazu, aber in der Suppe quasi drin. War ein bisschen speziell, aber was wir heute haben, sieht eigentlich gut aus. Sieht gut aus und das geht zurück auf ein Rezeptbuch, das älteste, bekannteste Rezeptbuch. Buch von guter Speise heißt es und das ist ja schon vielversprechend, muss man sagen. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Buch. Das, glaube ich, ist das älteste Kochbuch. Wir haben um 1350, wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich kommen da viele, viele Rezepte raus. Ich hoffe, Sie werden gleich eins vorlesen, weil die sind sehr, sehr spannend von der Art. Kein Kochbuch für Kochanfänger, das ist ein Kochbuch für Profis. Das sind nur im Prinzip grobe Hinweise. Sagen, ja, ja. Also gute Speise. Ja. 1350 ungefähr ist es erschienen. Bücher erscheinen noch nicht. Also es ist ja kein Buch, das veröffentlicht wurde in größerer Auflage. Es ist ein einzelnes Buch. Das ist für jemanden geschrieben. Will ich jetzt kein großes Ding draus machen, aber so als grundsätzlicher Punkt. Bücher erscheinen zu der Zeit noch nicht wirklich. Und wir haben uns gedacht, wir kochen da mal was draus nach. Ob das so gelingt, ob man das so wirklich eins zu eins nachkochen kann, ist die Frage. Aber wir haben zum Glück eine Expertin, die sich wunderbar mit sowas auskennt. Die darf ich jetzt mal kurz begrüßen. Das ist Ipek. Herzlich willkommen. Hallo.
vom Museumsdienst in Köln, also kein weiter Weg hier in die Küche gehabt. Also das, was wir heute kochen werden, werden 99% der Leute damals nicht gegessen haben, weil das ist wirklich gehobene Küche, das ist herrschaftliche Küche. Man hat aufgetischt, das Aussehen war sehr wichtig und man hat natürlich sehr, sehr angegeben, was Gewürze anging, um einfach zu zeigen, ich kann es mir leisten. Also wer das Portemonnaie hatte, hat das auch dann seinen Gästen dann auch gezeigt. Ja, das ist so das Alte, das wird immer wieder erzählt, aber es ist tatsächlich nicht richtig. Wir finden auch außerhalb der 1% Oberschicht Gewürze der Zeit. Ja, gerade wenn wir über das Spätmittelalter reden, und 14 Jahrhundert sind wir im Spätmittelalter, da finden wir längst auch in der Mittelschicht Gewürze. Es ist nicht falsch, Gewürze sind ein Statussymbol, aber ein Statussymbol macht man nach. Das ist genauso, wenn wir in 500 Jahren sagen, ja, im 20. Jahrhundert gab es etwas, das nannte sich Spielkonsole. Aber so, das hat 500 Euro gekostet, das hatten nur die reichen Haushalte. Das stimmt so. Im Gegenteil. Also nur weil jemand arm ist, heißt das nicht, dass er nicht Geld für teure Dinge ausgibt, nur eben nicht so oft und so viel. Natürlich, wenn wir von einem normalen Bauernhaushalt reden, im Alltag gab es da wenig Gewürze. An Festtagen sieht das schon anders aus. Und da ist auch die Frage, von welchen Gewürzen reden wir? Aber diese Idee, dass nur die Allerreichsten sich Gewürze leisten konnten, damit auch immer groß angegeben wurde. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil die Verbrauchszahlen und vor allem die Zahlen an Gewürzen, die gehandelt werden, sprechen eine andere. Und die normale Lohnbevölkerung, also Lohnarbeiter in den Städten und auf dem Land, die haben meistens irgendwie so Getreidebrei und sowas dann gegessen. Ja, okay, jetzt rege ich mich leider ein bisschen auf, weil hier sind wir schon wieder beim ersten Teil. Nein, Lohnarbeit ist ein modernes Ding im Mittelalter. Ja, natürlich wurden Löhne gezahlt, aber Lohnarbeit ist etwas anderes, weil man ist nicht nur der Lohnarbeiter, man ist auch Teil des Haushalts seines Dienstherrn und solche Dinge. Also ist ein bisschen kompliziert, aber die Aussage, man hätte nur Getreidebrei gegessen. Getreidebrei war ein wichtiger Teil der Nahrung. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf bei den Rezepten. Aber die Vorstellung, hier schwingt schon mit, es sei purer, reiner Getreidebrei gewesen, ohne irgendetwas anderes. Und das stimmt schon nicht, weil Getreidebrei wird mit Geschmacksträgern versehen. Es ist nicht reiner Getreidebrei. Und Getreidebrei auch nur da, wo eben Brot nicht die Hauptnahrungsquelle ist. Das kann man ganz gut abtrennen, wo ist Brot, wo ist Getreidebrei. Das ist eine falsche Vorstellung. Und auch nicht 99% der Bevölkerung ernährt sich von Getreidebrei. Ganz, ganz falsche Vorstellung des Mittelalters und auch von mittelalterlicher Küche leider. Aber ja, so etwas wie das Buch von guter Speise, das ist wohl von einem Koch eines höheren Herrn, also einem angestellten Koch verfasst worden. Dementsprechend ist es gehobene Küche. Das ist vollkommen richtig. Aber der Umkehrschluss, dass alles andere dann nicht in die Richtung geht. Stimmt so nicht. Also wir essen heute oder wir kochen, ich hoffe, dass ich das auch essen darf, wir kochen wirklich also gehobene Küche, was damals in einem eher herrschaftlichen Haushalt dann zu finden war. Ja, du darfst das essen, du musst sogar, du bist die Schiedsrichterin, denn wir machen ja hier eine kleine Challenge. Die Grundlage für jedes gute Essen ist natürlich ein gutes Rezept, ganz klar. Oder improvisierst du auch manchmal ohne Rezept? Ich bin schon so der Typ Rezept, so ja. auf Nummer sicher, zumindest, dass man nochmal nachgucken kann, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und das werden wir jetzt auch machen mit einem Originalrezept eben von damals. Und das hat der Kollege Andi hier wunderbar auf so ganz altes Papier geschrieben. Das können wir jetzt auch mal umdrehen. Und das leider auch in Mittelhochdeutsch. Das heiße Hühnre vom Sprechen. Da scheitert es schon dran. Zum Glück haben wir ja IPEC hier. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen zur Hand gehen? Hühner von Kriechen, ich wette, es sind Hühner von Kriechen. Was steht denn hier? Das wäre super. Das heißt sind Hühnere von Kriechen. Man soll Hühnere braten wie ein Fleisch eines Schweins, weich gesotten wie und gehackt untereinander. Und nimm eine Vierdung Rosen dazu und nimm Ingwere und Pfeffer und oder Essig und Zucker oder Honig und siede dort zusammen und gib's hin und versalze nicht. Übrigens, habe ich schon gegessen, tatsächlich, lecker. Und das Lustige ist, versalze es nicht, steht am Ende ganz vieler Rezepte. Max Kanal könnt ihr euch hier oben anschauen, ist auf dem i verlinkt. Er hat auch schon mal für mich gekocht, war aber ein neuzeitliches Gericht. Jetzt geht's um die Wurst oder eher um das Fleisch. Die Challenge beginnt. Wollen wir mal. Ich lege das da jetzt einfach rein. Es fühlt sich so falsch an. Aber du legst es am Stück rein? Ja? Ja, ja. Und danach wird es ja gehackt. Ich hätte es jetzt davor gehackt. Ja, mach. Die nehmen Schweinefilet. Ruhig. Okay. Also ich habe wirklich auch keine Ahnung, was ich gerade tue. ich mach einfach mal, ja. Ich hack das jetzt schon mal hier. Ich fühle mich hier wirklich gerade so ein bisschen wie so ein Druide, der Ingwer, Salz und Pfeffer vermörsert, um Hühner von Griechen zu machen.
Vielleicht ist es ja der Zaubertrank von Asterix und Obelix, den du am Schluss hier auf jeden Fall sehr potent. Also im Rezept steht, man soll das Schweinefleisch weich kochen. Dafür ist Schweinelende schon gar nicht geeignet. Und als er es gerade aufgeschnitten hat, war es innen noch rot. Das ist nicht weich gekocht, das ist leicht angesoffen. Ich komme aus dem Badischen und im Badischen muss immer eine Soße dabei sein. Das ist ganz grauenvoll, was ich hier gemacht habe. Ich probiere einfach jetzt mal. Das sieht so gut aus, was du gemacht hast, Mirko. Ja, aber ich glaube, es schmeckt nicht gut. So, Fleisch mit Fleisch hätten wir da im Angebot jetzt. Ja, auch. Ja, Fleisch mit Fleisch, das ist korrekt, aber das liegt eben an der Essensweise damals. Werde ich gleich Hühner was zu sagen. Von Griechen genannt. Genau. Es sieht ganz verschieden aus und ich bin gespannt, welches richtiger ist. Auf jeden Fall. Aber das kann ja glücklicherweise Ipek beurteilen. Ja. Ipek, für dich ist hier was vorbereitet. Was sieht denn eher aus wie das Original, wenn man das so sagen kann? Also erst die Frage, ihr habt wirklich dasselbe Rezept? Ihr habt dasselbe gekocht? Ja, man mag es kaum glauben. Ja. Und von der Deko jetzt her würde ich fast von der Optik wahrscheinlich eher dazu tendieren, weil man da eben diese Rosenblätter noch hat. Ein paar Pfefferkörner würden das Ganze vielleicht noch steigern. Pfefferkörner? Warum sollte man denn Pfefferkörner da reinmachen? Niemand will Pfefferkörner essen. Man kann Pfeffer auch damals malen. Ich traue mich jetzt einfach mal ran und würde einfach mal von beidem immer zwei verschiedene Fleische. Genau, ja. Fleisch ist die Beilage vom Fleisch. Ich nehme jetzt nochmal von jedem eins. Ja. Sie schmecken gar nicht so unterschiedlich. Hier sind mehr Röstaromen drin, keine Frage, aber man schmeckt bei beiden den Ingwer raus. Mehr Pfeffer hättet ihr auch ruhig nehmen können und auch mehr Ingwer. Also das hätte noch ruhig mehr? Aus, ja, doch noch deftiger sein können. Bei 1 bis 10 Punkten würde ich dem Gericht 7 Punkte geben und dem Gericht würde ich 6 Punkte geben. Ich gebe mal meine Meinung dazu. Ich finde den Ansatz, den Sie da wählen, eigentlich sehr, sehr gut. Der ist großartig. Den werde ich irgendwann klauen. Ein wortwörtlich ein mittelalterliches Rezept zu geben, komplett, und es dann nachkochen. Eigentlich fantastisch. Genauso stelle ich mir das Ganze vor. So sollte man es machen. Dass es in einer modernen Küche ist, geschenkt. Ich habe auch in einer modernen Küche gekocht. Aber welche Mittel man dann einsetzt? Weil in diesem Rezept steht ein gebratenes Huhn und Schweinefleisch weich gekocht. Beim gebratenen Huhn im Mittelalter denke ich an Huhn am Spieß gebraten. Das wäre mein Ansatz. Ich würde ein Huhn komplett braten mit Haut und allem und würde das klein schneiden. Beim Schwein, wenn ich mal in den asiatischen Bereich gehe, zum Beispiel Japan, Ramen, ja, da wird Schwein reingeschnitten. Also als Schweinebraten wird da manchmal reingeschnitten. Und das ist genauso, das weich gekochtes Schweinefleisch. Da würde ich ein Bauchstück nehmen. Entsprechend lange kochen, auch nicht in Wasser ohne irgendetwas. Das Wasser alleine würde ich schon würzen, das würde ich schon in Brühe kochen. Genau sowas steht natürlich in diesem Rezept nicht, weil es ist nicht für Anfänger. Es sind nur Dinge. Also stellt es euch einfach vor, ihr nehmt Schweinebauch und kocht ihn lange, mehrere Stunden in einer Brühe, dann habt ihr weich gekochtes Schweinefleisch. Das könnt ihr dann in Scheiben schneiden oder in Würfel. Dazu nehmt ihr kleingeschnittene Teile eines Huhns, gebraten, eben auch durchaus mit Haut. Da gibt es zum Beispiel auch eine asiatische Variante. Mag ich sehr gerne Lap Gai. Kommt so aus den Grenzregionen Laos, Thailand, Vietnam. Und das ist genau das. Das ist Fleisch, das wird klein gehackt und wird dann mit Gewürzen, also Essig zum Teil, andere Gewürze dazu, wird angemacht. Ist so eine süß-saure Angelegenheit am Ende. Und das wird mit Reis gegessen. Aber der Hauptteil von diesem Lap Gai ist eben Fleisch mit Gewürz. Daran hat mich das Rezept schon immer erinnert. Also stellt euch jetzt vor, ihr nehmt gehacktes Huhn, gebratenes Huhn, nehmt dazu dieses weichgekochte Schweinefleisch und das wird dann eben in diesen Gewürzen nochmal aufgekocht. Im Rezept stehen ja auch Oder-Dinge. Sie sagen ja auch, nimm dies oder das, nimm Wein oder Essig. Das ist wieder so, also es geht im Prinzip, du sollst süß dazu tun, du sollst etwas Säuerliches dazu tun, Essig oder Wein. Also stellt euch vor, süß-sauer angemacht, dazu kommen noch Gewürze eben wie Ingwer und dann habt ihr so eine Art warmen Fleischsalat, nennt es warmen Fleischsalat. Das wäre meine Interpretation. Da kommen die Rosen noch dazu. Das ist bei diesem Rezept ja ganz wichtig, ist nicht ganz wenig. Gibt dem Ganzen also nochmal Rosenwasserbeigeschmack, war damals sehr beliebt. Auf meinem Teller würde etwas völlig anderes landen, als das, was
da ist, denn ich würde keine Pfanne dazu nehmen. Natürlich gibt es im Spätmittelalter Pfannen, aber sie waren für diese Zubereitung nicht üblich. Es wurde mehr in Töpfen gekocht, es wurde mehr direkt am Spieß gebraten. Und da sehe ich halt die Interpretation schon schräg. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Rezept, das sie gemacht haben, gerade überhaupt nichts bringt. Wahrscheinlich ist der Geschmack gar nicht so weit davon entfernt, weil die Teile sind ja dabei. Es ist ja auch kein komplettes Gericht, das ist hier der Irrtum, weil es heißt eben Fleisch mit Fleisch. Es ist kein fertiges Essen. Im Mittelalter hat man keine Tellergerichte wie Bier. Man hat mehrere Speisen zusammen. Dazu gehört jetzt eben noch Brot oder ein Getreidebrei zum Beispiel. Ja? Das wären Dinge, die dazugehören. Und herrschaftlich ist dieses Essen nicht. Was da teuer ist, ist der Ingwer. Der ist nicht ganz billig. Wobei der ist auch nicht so das unfassbar teure Gericht ist. Aber sonst ein Huhn, kein wahnsinnig teures Fleisch. Schwein ist etwas teurer als Rind im Mittelalter. Aber der Menge jetzt auch nicht so eine Riesensache. Also gerade in Städten ist der Fleischverbrauch relativ hoch. Zucker, klar, Zucker wäre teuer, aber auch nicht, also jetzt nicht unfassbar teuer, ist nicht so, dass man Millionär sein muss, um Zucker zu leisten, aber es ist teure Lebensmittel. Honig wäre die günstigere Alternative und Wein, zumindest Kochwein, ist kein Ding. Also ich würde sagen, das ist ein Rezept, das ich durchaus auch bei einem normalen kleinen Handwerker an einem Feiertag zum Beispiel auf dem Tisch sehen würde. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist was für Fürsten und Könige, das ist auch nicht mal für die Patrizier der Stadt. Das ist was durchaus in einer Speisefolge in einem normalen städtischen Haushalt zu finden ist. Und bei Bauern an einem Festtag, ja, Ingwer können wir jetzt drüber streiten, ob die nicht vielleicht einen Ersatz dafür hatten. Aber so von der reinen Art des Rezeptes, so ein süß-saurer Fleischsalat, habe ich überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht irgendwie auch bei einem Bauern an einem Festtag auf den Tisch kommt. Überhaupt. Okay. Na dann. Das ist gar nicht so weit auseinander. Ja, Max, die gute Nachricht für mich ist, ich habe nicht komplett abgelost. Zumindest einen Punkt weniger als du nur. Ich fand, du hast dich super geschlagen. Also ich hätte mich vielleicht gar nicht entscheiden können. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich zumindest einen kleinen Punkt mir sichern konnte. Aber den kann ich jetzt noch aufholen, denn wir haben ein Quiz. Jeder bekommt eine Frage und bei einer richtigen Antwort gibt es einen Punkt. Und okay. Bei einer falschen gibt es keinen. Welches Besteck liegt eher selten an einer mittelalterlichen Tafel? Ist es A, das Messer, B, die Gabel oder C, der Löffel? Ein Messer ist ja... B und C. Ja, schon mal gesetzt, würde ich sagen. Das muss da sein. Eine Gabel, vielleicht hat man da so die Hand einfach genommen und das festgehalten mit der Hand, was man gestellt hat. Ein Löffel, wenn man so einen Brei gegessen hat, den gab es ja häufig anscheinend, hat man bestimmt einen Löffel gehabt. Deshalb würde ich jetzt einfach aus dem Bauch heraus sagen, die Gabel gab es selten. Damit liegst du Gold richtig. Das ist wirklich so. Das ist richtig, ja. War die Begründung auch die irgendwo richtig? Also es war lange, lange Zeit sogar verpönt. Also eine Gabel, die vierzackige Gabel oder vierzinkige Gabel kommt erst später. Es gibt die dreizinkige und die zweizinkige. Die zwei war zum Fleisch servieren. Die dreizinkige war bei einigen auch verpönt oder man hatte Angst, weil sie so ein bisschen aussieht wie der Dreizack des Teufels. Okay. Und ein Geistlicher hat sogar in einer Schrift gesagt, irgendwie, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir eine Gabel nutzen, hätte er uns keine Finger gegeben. Ja, hat bestimmt irgendwann irgendwo irgendein Geistlicher gesagt. Bin ich überzeugt. Es gibt ja auch dasselbe mit den Flugzeugen. So. Alles klar, aber nicht repräsentativ. Die Leute hatten keine Angst vor der Gabel als Zeichen des Teufels, denn es war nicht das Zeichen des Teufels. Ich mache das ja so selten. Hier werde ich nachher noch ein Bild reinschneiden von einem Teufel mit einer Gabel aus dem 15. Jahrhundert, damit ihr mal seht. Die haben so etwas Ähnliches. Die haben so eine Art Hake oft mit zwei oder drei Zinken, so klauenartig. Aber so der Dreizack des Teufels, den gibt es im Mittelalter als Bild eigentlich noch gar nicht. Also ich kenne eine Menge Darstellungen des Teufels aus dem Mittelalter, aber ich wüsste nicht, dass mir da jemals Gabeln aufgefallen wäre. Also dieses Bild, das da benutzt wird, um zu sagen, warum soll Angst davor hatten, das gibt es noch gar nicht. Wenn man sich mal da mit den Bildquellen auseinandersetzt, da ist keine Gabel. Überhaupt nicht. Und ich meine, wäre das richtig, dann hätten auch die Bauern keine Mist- und Heugabeln verwendet, weil sie Angst davor gehabt hätten. Oder wie? Also das ist ja noch viel, viel näher dran. Diese Angst bezweifle ich ganz, ganz massiv. Ich glaube nicht, dass die Leute Angst vor einer Gabel hatten. Wirklich nicht. Sie war einfach nicht üblich. Also tatsächlich, es wurde immer noch viel mit den Fingern gegessen. Das muss, also mit den Fingern essen heißt ja nicht, dass ich mir in den Mund stopfe, wie irgendwie. Aber ich kann auch gesittet mit den Fingern essen. Das ist ja heute in der Welt ganz häufig. Wenn ich im arabischen Raum bin oder so, da wird mit den Fingern gegessen. Indien wird mit den Fingern gegessen. Traditionell häufig und das ist keine Sauerei. Das kann man sehr, sehr gesittet machen. Dazu kommt eben das Messer. Das wird auch schon genommen, um Dinge aufzuspießen. Und wenn ich es kann, kann ich auch ohne Festhalten mit dem Messer Dinge schneiden. Vor allem, wir haben es gerade an dem Gericht gesehen. Mir werden gar keine großen Dinge serviert, die ich schneiden müsste. Also gerade das Gericht, das ihr da gerade habt, ist ein gutes Beispiel. Es ist mundgerecht serviert.
was wir heute in der asiatischen Küche haben. Da werden mir auch mundgerechte Stücke serviert, damit ich sie mit Stäbchen essen kann. Also ich soll das nicht mit Stäbchen auseinanderrennen. Da habe ich gar kein Messer und es funktioniert trotzdem. Also, und der Löffel an der Tafel, der hat an der Tafel als im Sinne einer höheren Tafel überhaupt nichts verloren. Denn ist richtig, natürlich gibt es etwas wie Preisspeisen. Auch als Frühstück zum Beispiel. Jetzt auch so abwerten, mein Gott, heute essen Leute Porridge. Sehr teures Porridge ist ein Frühstück, wunderbar. Da isst man Löffel an einem Frühstück. Es gibt ganz wenig Bilder, wo man eine Art Frühstückstisch sieht. Da sehe ich sofort einen Löffel. Oder wenn ein Kind gefüttert wird, sehe ich sofort einen Löffel. Auf herrschaftlichen Tafeln, ich würde sagen, auf mehreren hundert Bildern, die ich kenne, habe ich, glaube ich, zwei Löffel. Man hat also wirklich mit den Fingern das gegessen. Das könnte auch das Motto meiner Kinder sein. Von welchem Küchenutensil kommt das Sprichwort einen Zahn zulegen? Ist es A von der Obstpresse, B von der Knochensäge oder ist es von C der Kesselhalterung? Wirklich eine schwierige Frage. Also Knochensäge ist, glaube ich, zu naheliegend. Obstpresse war und Kesselhalterung. Ein Zahn zulegen, ja, vielleicht nochmal, damit die Halterung weiter nach unten in Richtung Feuer geht. Also in der Kette macht man noch ein Glied rein, vielleicht wurde das Zahn genannt, und dann hängt es über dem Feuer, wird mehr erhitzt. Ich werde nachher mal ein Kesselsäge einblenden, damit ihr wisst, wie das aussieht. Es gibt auch Kesselketten, er hat da nicht Unrecht. Es gibt Kesselketten, die auch mit dem Haken sind, aber Kesselsäge ist was völlig anderes. Heißt nicht umsonst Säge. Es ist allerdings sehr umstritten, ob das daher kommt. Das ist wieder so eine Rückdatierung, mit der ich bei Sprichwörtern immer so mein Problem habe. Kann genauso gut auf die industrielle Revolution zurückgehen mit Zahnrädern. Also ich habe keine mittelalterliche Quelle, die dieses Sprichwort belegt. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn Sprichwörter rückwirkend ohne Quelle auf die Vergangenheit versetzt und besser gekocht. Ihr seid super. Wir machen das bisher alles gar nicht ganz so schlecht. So müssen wir jetzt weitermachen, oder? Ja, jetzt geht's um den Nachtisch. Ja. Und da legen wir jetzt auch mal einen Zahn zu, würde ich sagen. Los geht's. Ein Mandelmus. Ein Mandelmus. Geht schon mal gut los. Ja. So du willst machen ein Mandelmus. Nimm Mandelmilch und Semmelbrot. Ja. Und schneide das Würfelkett. Würfelhaft oder so. Und tu das in die Mandelmilch. Und erwelle das und nimm einen Apfel und schneide den in Würfeln. Okay. Und in eine. Und, ja. Und röst den in eine. Also auf übersetzt, ich soll Mandelmilch nehmen. Klingt komisch, es ist so ein heute ein sehr modernes, beliebtes Nahrungsmittel. Mandelmilch ist mittelalterlich. Findet man ganz viele Rezepte. Es gibt eigentlich, nein, es gibt kein Kochbuch, das ohne Mandelmilch auskommt. Wahnsinnig beliebt. Wieder nicht ganz billig, denn Mandeln mussten zumindest in weiten Teilen importiert werden. In Süddeutschland werden sie teilweise angebaut, aber normalerweise sind sie importiert. Dann nehme ich Semmelbrot, also Weißbrot. Schneide das Weißbrot in Würfel, tue es in die Mandelmilch und koche es auf. Ich koche es. Wie lange steht da erstmal wieder nicht? Das ist wieder so der Punkt. Ist nicht für Anfänger. Und dann nehme ich einen Apfel, schneide den in Würfel, röste ihn in Schmalz, also in Fett, brate den Apfel an und gebe ihn auf das Mandelmus. Das ist das Rezept. Und dann Ende wieder sehr schön und gib's hin. Servier es. Auch wenn es nicht dabei steht, versalz es nicht, dann und gib's hin. Da wird es schwierig, ne? Also irgendwas Schmalz mit vielleicht. Schmalz, ja. Genau. Und tu dann auch noch Mandelmus und gib hin. Also ich tue mich ja gerade viel einfacher. Ich kann hier ablesen, das Ganze im modernen Zeichen. Die haben es ja in irgendeiner historischen Handschrift, wenn ich es richtig verstanden habe. Echt schwer teilweise zu lesen. Also ich bin da kein Experte. Dass ich mich jetzt so leicht tue, muss ich dazu sagen, die haben es viel schwerer. Ist immer wichtig, die Herausforderung. Immer hingeben. Ja, also, ohne Hingabe ist es ja nichts. Ja, Kochen, ne? Absolut. Ja. Honig steht nicht im Rezept, aber weißt du was? Ich würde sagen, wir machen es einfach mal so ein bisschen schummeln und nehmen Honig noch mit rein. Also ja, wenn du willst, ich mache. Ja, doch, klar. Das ist eine spezielle Pfanne mir hier auch ausgenommen, als kleines Handicap. So eine Kräftpfanne. Geil. Niemand hat euch gezwungen, so große Brotwürfel zu schneiden, vor allem mit Rinde. Steht nirgendwo im Rezept. Gar nicht. Sehr süß geworden. Das Problem ist, ja, man schmeckt doch das Schwein raus, das vorher in der Pfanne gewesen ist. Es kann ja auch das Schweineschmalz sein, aber ja, es hat.
Ich würde jetzt gerne über ihn herziehen, aber das hätte mir auch passieren können. Schau mal, so eine Fleischnote irgendwie. Es ist angerichtet und sieht ein bisschen so aus wie früher, als meine Kinder ein bisschen kleiner waren und ich ihnen abends einen Brei gemacht habe. Aber dein sieht deutlich besser aus. Wir werden gleich mal sehen, wie es ankommt. Aber davor gibt es noch mal eine kleine Runde Quiz, denn das muss noch abkühlen und ja, die Zeit nutzen wir. Welches der folgenden Gewürze findet man auf jeden Fall nicht im Buch von Gut oder Speise? Mhm. Ist das A, Safran, B, Vanille oder C, Anis? Das ist wirklich eine gute Frage. Einfach, der eins davon aus Amerika. Frage, Vanille, da müssen wir jetzt wissen, woher kommt das. Ist das damals schon bekannt gewesen? Safran, ich glaube, Safran und Anis kannte man schon. Gab damals ja schon regen Austausch mit den entsprechenden Ländern. Also ich würde jetzt zur Vanille tendieren. Da würdest du richtig tendieren. Ja. Okay. Ja, also Safran und Anis, habt ihr eben auch schon so richtig gesagt, kannte man schon, kamen ja auch aus Fernasien, wurde dann hier hingebracht und die Safran kam gar nicht so aus Fernasien. Safran wurde zum Beispiel im heutigen Österreich angebaut. Also man hat schon sehr stark versucht, also Safran ist das kostbarste aller Gewürze gewesen, damals, heute übrigens auch noch, immer noch wahnsinnig teuer, guter Safran. Und den hat man versucht anzubauen, deswegen hat man auch in Europa Safran angebaut. Teilweise gar nicht so erfolglos. Da ist halt die Frage auch wieder, kann sich gegen den Fernhandel durchsetzen, denn das ist ein gutes Beispiel, dass wir hatten Safran hier, trotzdem hat sich das auf Dauer nicht durchgesetzt, weil der importierte Safran unterm Strich tatsächlich günstiger war, auch wenn er, wie gesagt, du zahlst, ich glaube heute zahlst du doch 30.000 Euro für ein Kilo guten Safran, irgendwas im Dreh, also wenn du es mal umrechnest, wir kaufen Safran in 0,1 Gramm Packungen im Supermarkt, irrsinnig teuer. Vanille kommt aus Südamerika. Was ist Garum? Ist das A, nichts Mittelalterliches letztlich. Fischsoße? Ist das B, ein griechischer Tontopf? Oder ist das C, phönizischer Grill? Habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Das ist auch so eine klassische Wer wird Millionär? Eine Million Euro Frage. Ja, stimmt. Bin total. Ich werde Millionär! Nein, also tatsächlich, ich kenne das. Oh, dass du die gestellt bekommen. Vor Tontopf, wenn der irgendeine Relevanz hätte, würde ich vielleicht denken, dass man das gehört hätte, dass er vielleicht erhalten wäre und auch heute noch eine Rolle spielen würde. Fischsoße passt irgendwie und ein Grill, beim Garen würde man natürlich denken, das könnte der Grill sein, aber ich glaube, das ist ein falscher Freund. Ich gehe auf, es ist, glaube ich, eine Fischsoße. Das ist die Fischsoße. Ich habe jetzt aber mal eine Frage. Wir reden über das Mittelalter. Warum kommt ihr mit einer antiken Würzsoße? Denn Garum ist antik. Antikes Rom. Fürs Mittelalter hätte man zum Beispiel Verjus nehmen können. Das ist ein sehr, sehr saurer Wein, der als Würzmittel verwendet wird. Oder es gibt eben Würzweinzubereitungen in der Zeit. Also wir haben auch im Mittelalter eine Menge Würzsoßen, die eben nicht, wie vorhin bei einem Rezept, irgendwie direkt dabei ist. Also Fleisch mit Soße, das ist wenn dann getrennt. Und Soße ist auch so ein Punkt. Wir reden da auch von Salze, was eben mit Salsa verwandt ist. Das sind sehr eher dickflüssige Soßen oder Tunken, das sind die dünnflüssigen Soßen, so heißt es in den Quellen. Aber wir haben so etwas eben. Wir haben auch mittelalterliche Würzsoßen. Also von daher, warum eine römische Soße? Hat hier eigentlich nicht viel Glück dabei gerade auf jeden Fall. Ist so ein bisschen so die Alternative, also was man heute so mit Sojasauce macht, ja, also so ein bisschen salzig auch. Und das war diese römische Fischsoße. Die wurde zu allem gereicht. Und dann korrekt. Und das ist eben mit so Würzweinen oder auch Verjus ganz genauso. Kann man alles mitmachen. Also Respekt. Jetzt sollte es eigentlich abgekühlt sein, oder? Jetzt soll es abgekühlt sein. Ja. Es steht 9:8 für dich. Wow. Es ist wenig gesüßt. Echt? Obwohl du hier den ganzen Honig. Im Rezept stand auch, glaube ich, nur Mandelmilch und gar kein Zucker oder Honig. Nee. Habt ihr da was mit reingetan? Ja, wir haben ein bisschen getrickst. Ein bisschen Honig rein. Wir haben das an den modernen Gaumen angepasst. Ja. Einfach Zucker rein. Also ich rieche das Schweineschmalz noch, weil ihr ja hier gekocht habt, aber ich schmeck's nicht raus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, ich glaube, bei mir wirst du es rausschmecken. Ich habe zwar nicht viel davon genommen, aber wie gesagt, die Schweinerückstände aus der Pfanne. Nein? Okay. Doch, jetzt ja. Nach nun. Also die Leute haben ja mit Honig gesüßt, weil Zucker, also dieser raffinierte Zucker, den wir heute haben, den gab es natürlich nicht. Mit der Doch, den gab es. Allerdings gab es den. Und zwar in größeren Mengen. Zuckerhut findet man schon häufiger. Und dieser Zucker ist bereits raffiniert. Darf man nicht denken, dass der Zucker damals irgendwie ein braunes Zeug war. Ehrlich, braunen Zucker haben wir, weil die Nachfrage besteht. Der wird einfach, also Zuckerbraun ist nicht besser als Zuckerweiß. Er ist nur einfach nicht geschleudert. Der Farbstoff ist, es sind noch Farbstoffe, also Melassereste drin, deswegen ist der zuckerbraun. Mittelalterlicher Zucker war bereits weiß. Den kann man relativ einfach raffinieren.
sprich reinigen. Und doch, der mittelalterliche Zucker war raffiniert. Er war halt nicht so lose, wie wir ihn heute kennen. Er wurde in Zuckerhüten verkauft. Man hat sich den Zucker dann eben selbst abgeschlagen und selbst zerkleinert im Mörser. Aber doch, wir hatten schon raffinierten Zucker und zwar schon ziemlich lange, also gerade 14. Jahrhundert. Aus der Zeit gibt es Tacunium Sanitatis. Ich kann mal gucken, ob ich nachher ein Bild daraus einblenden kann. Da haben wir bereits im 14. Jahrhundert in Europa Zuckerhüte mit weißem Zucker. Absolut. Ist natürlich als Importstoff teuer. Honig war auch nicht so wahnsinnig billig. Das beliebteste Süßungsmittel waren Beerensäfte. Es gibt da Concavelite zum Beispiel, also eingedickte Beerensäfte. Heute würde man sagen, wir süßen mit Marmelade oder sowas. Also das geht schon. Wobei, wer Marmelade kocht, weiß, so süß ist das Zeug am Ende gar nicht. Wird sehr schnell sehr sauer. Aber Honig und Zucker sind relativ teure Süßungsmittel. Beerensäfte und so, das sind billigere Süßungsmittel. Oder auch Apfel. Auf Apfelbasis kann ich auch einkochen und eindicken, kriege ich auch was Süßes raus. Aber doch, den Zucker gab's. Mandelmilch hauptsächlich. Ne? Es gab wirklich schon Mandeln und Mandelmilch hat man dann auch selber gemacht. Ihr habt die jetzt nicht selber gemacht. Wie, es gab schon Mandeln? Natürlich gab es schon Mandeln. Also, wenn ich jetzt Punkte vergeben, muss ich ja leider, obwohl ich beides toll finde. Vom Aussehen ist das mein Favorite. Geschmacklich ist es aber das hier. Und ich würde dem wirklich 8 Punkte von 10 geben. Okay. Ich finde es gar nicht schlecht, würde ich sogar echt nachkochen. Ich finde, es geht am Rezept vorbei. Also ich habe schon mehrfach Mandelmus gegessen. Wirklich gar nicht so selten. Ich esse ja ab und zu mal auf entsprechenden Veranstaltungen historisch. Und das, was sie da haben, ist etwas sehr, sehr Dickes. Das wundert mich gerade so, denn ich kenne Mandel. Es gibt überhaupt keinen Grund, einen Mandelmus auch nach diesem Rezept so dick und breiig zu machen. Also klar, dick und breiig, aber hier sehe ich noch irgendwie die grobe Struktur von den Brotwürfeln. Die sind nicht verkocht. Also das ist, was mich gerade sehr, sehr wundert. Denn das kann man auch so machen, dass das Ganze eine eher glatte Konsistenz. Ohne Probleme. Ich kenne eine Menge Versionen von Mandelmilch, die eine sehr, sehr glatte Textur haben. Und eigentlich heute würden wir das als eine Art Mandelpudding sehen. Und also es wundert mich gerade wirklich, weil ich kenne das tatsächlich anders. Ich habe das noch nie in so einer dicken, brockigen Konsistenz erlebt und gegessen. Also da ist wieder so der Punkt, wir haben das Rezept gehört. Das kann man jetzt in einer ganzen Menge verschiedene Varianten machen. Man kann daraus eben, das ist nach dem Rezept gekocht, gar keine Frage. Ein feineres Mandelmus ist auch nach diesem Rezept gemacht. Da sind wir in einem breiten Interpretationsspektrum. Ich kenne das halt nicht so. Ich kenne das nicht so dick. Und wenn wir von gehobener Küche ausgehen, ich wüsste keinen Grund, warum ein wohlhabender Bürger oder auch Adliger, der seinem Koch aufträgt, Mandelmus zu machen, am Ende sowas Dickflüssiges, sowas Brockiges auf dem Teller hat. Wundert mich wirklich. Würde ich nicht so sehen. Das ist wieder so, es ist wieder sehr grob. Die mittelalterliche Küche, die wir gerade gezeigt bekommen, ist schon wieder ein bisschen grob. Kennt mich, es ist mein Punkt. Ich bin da bei dem Spektrum immer auf der anderen Seite, ich bin da immer eher auf der feineren Seite. Aber das Rezept gibt nicht her, dass es kein feiner Mandelpudding, kein feiner Mandelkäse ist, oder? Und dem würde ich dann 6 Punkte geben. Es war wirklich spannend, Mirko. Ich danke dir. Auch. Ich danke dir. 17 zu 14, glaube ich, hast du jetzt am Schluss gewonnen. Ja. Völlig verdient. Und ich bin trotzdem froh, dass ich nicht komplett irgendwie mit 2 Punkten hier am Ende dastehe. Ja. Also vielen Dank dir fürs Bewerten und vor allem für die Expertise. Gerne. Danke dir, Max, für die Gastfreundschaft, dass wir hier dein Geschirr dreckig machen durften und einfach die Küche nutzen und natürlich, dass du so Unterstützer bist. Gerne wieder. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Rezepte sind natürlich in der Infobox. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachkochen, auch ohne Mengenangaben, so wie wir das jetzt hatten. Und schickt uns gerne bei Instagram eure Ergebnisse. Was ist dabei rausgekommen? Wie sieht's aus? Wie hat es geschmeckt? Könnt auch gerne in den Kommentaren posten und dann sind wir da sehr gespannt drauf. Für euch geht es jetzt weiter hier mit diesem Video neben mir. Da hat Max für mich gekocht. Oh. Lasagne unter anderem. Ja. Ich habe den Geschmack jetzt noch auf der Zunge, so gut war das damals. Und direkt darunter ein Video über das Mittelalter von unserem Kanal hier, über die Zeit also, von der wir hier gerade gegessen haben. Danke euch fürs Zuschauen, danke euch nochmal. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Cool. Bis dahin, ciao. Ja, was soll ich sagen? Die Sendung gefällt mir eigentlich gut. Ich finde das Konzept wirklich, wirklich gut. Weil ich nehme ein Originalrezept, auch im Originalwortlaut, stelle es zur Verfügung. Man kann sich als Zuschauer ein eigenes Bild davon machen und dann mache ich das Experiment und koche es nach. Gefällt mir erstmal sehr, sehr gut. Ich bin mit der Interpretation nicht wirklich einverstanden. Diese Quizteile, das war wieder teilweise, andere Fragen werden da echt
besser gewesen. Oder zumindest andere Erläuterungen. Aber das ist ja nur ein Nebenteil. Das Kochen, super, macht bitte, bitte, macht weiter so. Das ist ein gutes Konzept. Sehr, sehr, sehr gut. Aber, wie gesagt, es ist ein bisschen grob. Es geht von sehr einfach aus. Also Fleisch einfach gebratenes Hühnerfleisch in der Pfanne und gebratenes, gekochtes Schweinfleisch und dann auch noch Schweinelende. Also ein relativ geschmacksneutrales Fleisch, das kann am Ende nicht so wahnsinnig viel geben. Und der Kern des Rezeptes, nochmal, die Rezepte waren fantastisch ausgesucht. Genau die würde ich auch vermutlich nehmen. Die sind wirklich, wirklich gut. Aber am Kern ging es eben vorbei. Weil was haben wir da? Wir haben bei dem Fleisch haben wir eben zwei Sorten Fleisch. Eins gebraten am Spieß, eins gekocht, weich gekocht vor allen Dingen. Und dann eben zusammengetan mit Rosen, Ingwer, Süßungsmittel und Säurungsmittel. Und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt für die mittelalterliche Küche. Süß-sauer, das klingt schon asiatisch, hat einen guten Grund, weil das sind haltbare Dinge. Süß ist haltbar, sauer ist haltbar. Ich habe jederzeit Zugriff darauf. Und so kann ich mit diesen Dingen, die ich aufbewahren kann, mir mein Essen würzen. Auch ganz ohne Gewürze. Das kommt, ist der Schritt danach. Also der Ingwer ist nett, aber der Hauptpunkt ist süß und sauer. Und dann habe ich ein süß-saures Fleisch. Nicht sehr soßig, ja, aber da und dazu Brot, das ist eine Mahlzeit. Und letztlich, wenn ich beim Spanier Tapas esse, dann kriege ich auch Fleischbrocken mit relativ wenig Soße als einen von ganz vielen Essen. So stellt es euch eher vor. Stellt euch einen mittelalterlichen Tisch ein bisschen vor wie in einer Tapas-Bar, wenn ihr mehrere Tapas auf einmal habt. Das kommt dem ziemlich nah. Und eben auf dieses Süß-Sauer hätte man eingehen können, denn das ist ein ganz wichtiger Kern der mittelalterlichen Küche. Das ist ein ganz, ganz typischer Geschmack. Ich habe ja damals Rheingauer Hühner mit euch gemacht. Und erinnert euch, das war Hühnerfleisch und Birnen geschnitten. Da haben wir eben von eben die Äpfel noch. Dazu kamen auch ein paar Gewürze. Wein. Was war drin? Ich glaube, Honig war auch drin. Es war eben so ein Würzwein-Honig-Mischung. Und das Ganze im Pfannkuchen. Vom Geschmack her gar nicht unähnlich, wie wir hatten. Stellt euch den Pfannkuchen davor, eben als Sättigungsbeilage, und es kommt relativ nah. Und auch der Mandelmus, da gibt es 1000 Varianten, wie Mandelmus gemacht wird. Es gibt auch Mandelkäse, ist ganz, ganz ähnlich. Und das sind eben, ist eben auch so ein ganz wichtiger Geschmack, ein ganz wichtiger Nachtisch. Viele, viele Nachtiche waren eben auf der Basis von so einem Mandelmus, von eingedickten Mandelmilch in irgendeiner Variante. Haben wir ganz, ganz. Und da war die Auswahl wirklich sehr, sehr gut. Das Ergebnis, wie gesagt, es war ein Experiment, auch mit Unterhaltungswert natürlich. Zwei Leute kochen gegeneinander, ist ja auch ein Show-Event. Ja? Da sind die Ergebnisse suboptimal. Vielleicht macht ihr irgendwann nochmal einen Beitrag, in dem ihr das Ganze thematisiert. Fände ich super. Aber das ganze Grundkonzept, Kochen durch die Epochen auf diese Art und Weise, bitte macht weiter. Das ist gut. Das gefällt mir wirklich auch. Auch ich habe jetzt wieder gemeckert, aber ich meckere, weil ich nun mal in dem Gebiet ein Pedant bin. Aber das ändert nichts daran, dass das ganze Ding erstmal gar nicht schlecht war. Also wer überhaupt keine Ahnung von mittelalterlicher Küche hat, abgesehen von meinem Nitpicking, kriegt ja schon mal einen ersten Eindruck. Durchaus. Ja, der wird ein bisschen wettgemacht durch Dinge, wie man probiert und verzieht sein Gesicht. Oder es gibt so ein paar Aussagen darin, die das Ganze wieder runterziehen, aber letztlich gut. Guter Film. Gefällt mir. Lieber Mr. Wissen to go. Zieh meinen Hut. Gutes Format. Bitte weitermachen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Reaktionsvideo, auch wenn ich nicht ganz so viel Grimassen geschnitten habe wie üblicherweise, auch wenn ich mich nicht völlig in Verzweiflung gestürzt hat. Das muss es ja auch manchmal geben. Ich muss manchmal auch einfach sagen, wenn Sachen gut oder zumindest brauchbar sind, dann muss das auch so benannt werden. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Jahresende. Eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und wobei wir uns zwischendrin nochmal sehen werden. Auf jeden Fall kommt gut ins nächste Jahr und macht's.